Wenn wir im Folgenden vom Bewusstseinsfeld reden, ist das eine Begrifflichkeit, die sicherlich einer Erklärung bedarf und einem etwas intensiveren Eingehen. Und genau das wollen wir im Folgenden auch tun. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du hier bist und dass wir über das, was so deine Arbeit ausmacht, im Folgenden uns unterhalten wollen und unterhalten werden. Und ich würde jetzt vielleicht am Einstieg oder zum Einstieg ein paar Begriffserklärungen erstmal versuchen, damit wir die Zuschauer auch so ein bisschen abholen können und sie auch dann wissen, worum es geht. Du sprichst beispielsweise in deinem oder schreibst auf deiner Website und in deinen Texten von einer Schwingungserhöhung. Und wenn wir einen solchen Begriff verwenden, dann hat man da so eine ungefähre Vorstellung, was damit gemeint sein könnte. Aber trotzdem wäre es ganz gut, wenn du das einfach so ein bisschen erläutern würdest. Was ist eine Schwingungserhöhung und warum ist das ein Punkt, der für deine Überlegungen ein zentraler oder ein wichtiger Punkt ist? Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich genieße das sehr. Schwingungserhöhung ist ein spezielles Thema, wo die Physiker wahrscheinlich ein bisschen unruhig werden würden, weil sie genaue Definitionen dafür haben. Aber in der Praxis, gerade in der meditativen Praxis, würde ich sagen, eine Schwingung ist die Bewegung eines Teilchens. Ob es jetzt eines Körperteilchens ist oder auch eines geistigen Teilchens, wenn wir das Teilchen nennen wollen. Und Schwingungserhöhung bedeutet ganz einfach, dass ein Teilchen sich schneller bewegt, also dass es mehr Raum einnimmt. Schnellere Bewegung heißt, dass es mehr Weg zurücklegen kann, mehr Dimensionen durchdringen kann. Und Schwingungserhöhung bedeutet im Endeffekt, dass ich das, wo ich heute bin, in dieser Schwingung, in der Körperschwingung, in der geistigen Schwingung, von dem auch, was ich wahrnehmen kann, einfach eine höhere Ebene erreiche, also einen erweiterten Raum. Und für den Alltag bringt mir das ganz viel. Das können wir natürlich jetzt im Interview noch genauer besprechen. Auf jeden Fall bringt es mir mehr Wahrnehmung. Wenn wir den Begriff Schwingungserhöhung ein bisschen von der anderen Seite betrachten, dann machen wir nicht selten oder kann man nicht selten die Erfahrung machen, dass in Meditationen die Schwingungen geradezu abgesenkt werden und dass das eigentlich das konkrete Ziel beispielsweise einer Meditation ist, die Schwingung nicht nur nicht zu erhöhen, sondern genau den umgekehrten Weg zu gehen, sie abzusenken. Insofern stellt sich natürlich jetzt hier die Frage, ist eine Schwingungserhöhung im Sinne wirklich einer Erhöhung das, was wir eigentlich brauchen, oder ist bei Meditation nicht der umgekehrte Weg genau der richtige? Was in der Meditation passiert, die Schwingungsabsenkung, die du da beschreibst, ist grundsätzlich die Schwingungsabsenkung des Verstandes. Wir sind super aktiv im Verstand. Wir haben unglaublich viele Gedanken, wir haben unglaublich viele Prozesse, die im Verstand vor sich gehen. Und wenn wir den verlangsamen, dann kommen wir in einen Bereich, wo wir das Gefühl haben, wir sind entspannter und wir haben das Gefühl, unsere Schwingung ist jetzt langsamer, aber in Wahrheit, weil wir entspannt sind, weil wir in diesen geistigen Bereich eintauchen, ist die Schwingung erhöht. Denn je geistiger etwas wird, desto höher ist die Schwingung. Die Körperschwingung, das können wir noch sehen, das Feste, ist eine relativ geringe Schwingung. Gehe ich mehr in den geistigen Raum, also in die Meditation, nach innen und schaue genau hin, dann fühle ich mich zwar ruhiger, aber wenn von außen jemand mich betrachtet, mich fühlt, dann wird er wahrnehmen, dass ich ausgedehnter bin, dass meine Schwingung in dem Sinne erhöht ist, auch wenn ich mich nicht schneller fühle dadurch. Also in Wahrheit passiert, ich verringere die Schwingung meines Geistes, meines Verstandes besser gesagt, und erhöhe dadurch die Schwingung in mir. Das heißt, wenn man jetzt genau hinguckt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist eine Schwingungserhöhung, von der du oder eine Schwingungsabsenkung, von der ich jetzt gesprochen habe, in Wirklichkeit das Gegenteil, nämlich es ist eine, ich sage mal, verdeckte Erhöhung, also es ist eigentlich keine Absenkung, sondern es ist genau das Gegenteil. Da bin ich mir persönlich hundertprozentig sicher, dass es so ist. Genauso wie es so ist, wenn man sagt, ich arbeite mit einer bestimmten Kraft. Kraft hat auch eine Schwingung
Und je weicher ich in meiner Kraft werde, könnte jemand von außen sagen, du wirst gar nicht kraftvoller, weil du wirst ja weicher, aber die Weichheit hat eine viel höhere Schwingung, ist durchdringt alle Sachen, so wie das Wasser, wenn es fließt, auch die Dinge durchdringt. Und genauso ist es hier auch in der Meditation. Also tatsächlich eine Schwingungserhöhung. Du schreibst dann, deine körperliche, ich zitiere das wörtlich, und geistige Frequenz wird angehoben. Das finde ich in deinen Texten. Das heißt, also es ist nicht so, dass das Ziel ein Absenken ist, sondern in der Tat ist es wirklich auch ein Anheben. Also ja. Damit wir da nicht auf irgendwelche Missverständnisse letztendlich, zu irgendwelchen Missverständnissen kommen. Ganz genau. Ja, okay. Diese Anhebung der körperlichen und geistigen Frequenz, das ist etwas, was durch deine Arbeit geschieht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie genau? Wie machst du das? Was ist da der Weg, den du beschreitest, damit das wirklich auch genauso eintritt, also wirklich diese Absenkung, diese Erhöhung, Entschuldigung, auch wirklich so eintritt, wie du es beschrieben hast oder wie du es angesprochen hast? Also es gibt ja natürlich erstmal ganz viele unterschiedliche Wege, die eigene Schwingung zu erhöhen. Im Grunde geht es darum, dass ich immer leichter werde. Dass ich quasi Pakete loslasse, Dinge loslasse, die ich nicht mehr brauche. Das kann ich natürlich körperlich machen, indem ich mich reinige. Und meine Arbeit ist die geistige Arbeit. Also was ich den Menschen zeige, ist, dass sie sich mit Ebenen, geistigen Ebenen von sich selbst verbinden können. Also Ebenen, die wirklich zu ihnen gehören und dadurch Informationen erlangen, welche Themen sie beschweren, was sie begrenzt, welche Verbote sie in sich tragen. Und wenn sie das wissen, können sie das auch in dieser Meditation, in die ich sie da reinführe, in dieses Bewusstseinsfeld, können sie diese Themen auflösen. Je mehr Themen ich auflöse, je mehr Pakete und Schwere ich aus mir herauslasse, loslasse, desto leichter bin ich, desto höher ist meine Schwingung. Und das muss man so verstehen, dass das jeder selbst macht? Oder ist das quasi von außen initiiert? Hilft da jemand von außen mit? Oder braucht es einen Anstoß oder eine Unterstützung von außen? Oder ist das etwas, was du in der Tat oder jeder, der sich darauf einlässt, dann auch wirklich selber in den Griff bekommen kann und selber machen kann? Also für meine Arbeit ist es essentiell, dass die Menschen das selber machen. Ja. Es gibt bestimmt die Möglichkeit, zu irgendwelchen Heilern zu gehen und die lösen mal etwas und stoßen etwas an. Aber der Kern meiner Arbeit ist, dass ich den Menschen zeige, wie sie diese Ebenen von sich selbst erreichen, weil wir sind ganz natürlich damit verbunden, wissen aber nicht mehr, wie wir sie nutzen sollen. Das heißt, ich bin der, der den Anstoß gibt, quasi einmal den Weg zeigt in diese Ebene hinein. Und ganz wichtig ist mir dabei zu sagen, dieser Weg, der hat keine Rituale, der hat keine Symbole, der ist völlig frei. Es ist eine einfache Meditation, um da initial reinzukommen. Und dann geht es nur noch darum, diesen Kanal zu diesen höheren Ebenen zu etablieren. Das heißt, ich bewege mich in dem Feld, ich fange an, Fragen zu stellen, ich bekomme Antworten, ich lerne, in dieser Welt mich zu bewegen, ich lerne, damit umzugehen. Diese Frequenzerhöhung, die da stattfindet, das ist etwas, was dann auch dauerhaft Bestand hat. Oder ist das eine temporäre Erscheinung? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ist das was Dauerhaftes oder wie funktioniert das? Also wir kennen ja, oder viele kennen das Phänomen, du gehst auf ein Seminar, alles funktioniert wunderbar, du bist in einer hohen Energie, Gruppenenergie, du kommst nach Hause und alles fällt wieder ab. Ja. Das ist hier ein bisschen anders, weil dieser Kanal so etabliert ist, also dieser ganze Workshop, den ich da anbiete, der zielt im Ende darauf ab, dass ich nach Hause komme und einfach ins Bewusstseinsfeld reingehen kann. Das heißt, auch wenn die Energie natürlich ein bisschen runtergeht, weil ich bin nicht in einer Gruppe zu Hause, ich habe keinen Seminarleiter, der einen Raum aufmacht, aber ich kann zu Hause sehr gut in das Feld gehen und mir diese Energie wieder öffnen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Geschichte auch in den Alltag zu bringen. Und ich sorge dafür in den Kursen, dass die Menschen auch zusammenbleiben. Also die finden sich natürlich von selber und die üben dann zu Hause miteinander. Weil diese Arbeit, die ich dann vielleicht noch genauer beschreiben werde, die kann man sehr gut über das Telefon auch machen. Man kann sich sehr gut unterstützen. Zeit und Raum spielt hier keine Rolle. Das ist dann etwas, was du auch quasi mitnehmen kannst, was du also kontinuierlich fortsetzen kannst, was also quasi so eine Art dauerhaften Bestand haben kann oder hat. Und dass es nicht so ist, dass diese Fähigkeit dann wieder irgendwann mal verloren gegangen oder verloren gehen könnte oder so etwas. Das bleibt bei dir und das ist etwas, mit dem du kontinuierlich und regelmäßig dann auch operieren kannst.
Genau, weil das ist das absolute Hauptziel dieser Arbeit, den Menschen im Alltag eine Möglichkeit zu geben, höhere Bewusstseinsebenen zu nutzen und dadurch den Alltag zu verändern, die Situationen im Leben zu verändern, die ich nicht haben will. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, könnte das ja auch dazu einen Beitrag leisten, Themen aus der Vergangenheit auch zu lösen und aufzulösen. Besteht denn da dann nicht so ein bisschen auch das Risiko oder die Gefahr, dass eine Retraumatisierung eintreten könnte? Oder ist das dann, wenn es einmal gelöst ist, diese Themen, dann auch wirklich erledigt und passé und Vergangenheit? Also Retraumatisierung würde stattfinden, wenn ich mich einem Thema in mir nähere, was aus der Vergangenheit kommt, in einer Meditation und dann mit so einer Angst an dieses Thema rangehe, dass ich dort hängen bleibe. Ja. Und mich darin verliere und dieses Thema immer wieder aufweiche und warm halte. In dieser Arbeit, wie ich es mache, zeige ich den Menschen, wie es sehr leicht geht, in diese Geschichten reinzugehen und wie man sie dort auflösen kann. Und wenn du dir vorstellst, du bist dort mit einer höheren Ebene, also aus einem höheren Bewusstsein, wir gehen ja erst in dieses höhere Bewusstsein und danach gehen wir in diese alten Themen rein. Das heißt, auch wenn es dort teilweise schwierig ist und du Traurigkeit erlebst, oder auch Schockzustände, kommst du nicht als Mensch in seiner Enge mit seinen Sorgen, sondern du kommst schon ausgedehnt dorthin und nimmst dieses Thema wahr, also auf einer ganz anderen Ebene. Und dann gibt es keine Möglichkeit mehr hängen zu bleiben, weil die niedere Schwingung, in der kann ich nur hängen bleiben, wenn ich selber mit niederer Schwingung dort drin bin. Komme ich aber schon etwas ausgedehnt, etwas höher schwingend da rein, dann kann ich die Themen sehr leicht lösen. Und dann ist die Gefahr einer Retraumatisierung? Null. Null, mhm. Genau. Okay. Du schreibst, ich zitiere wieder, dies ermöglicht dir wiederum, wieder wahrhaft fühlen zu können. Zitat Ende. Einfach auch zum Verständnis die einfache Nachfrage, was ist wahrhaftes Fühlen? Kannst du das mal ein bisschen erläutern, bitte? Ja, gerne. Also wahrhaft fühlen kann man natürlich nur, wenn man es fühlt. Aber natürlich kann man es mit Worten ein bisschen beschreiben. Fühlen bedeutet, ich nehme wahr in meinem Körper. Ganz viele Dinge nehmen wir nur wahr über den Verstand. Wir sehen Dinge, wir hören Dinge, aber wenn ich in mir eine Empfindung bekomme zu einer Situation, die passiert, zu einem Menschen, dann ist das schon Fühlen. Und man könnte auch sagen, Fühlen bedeutet, ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit irgendwo hin und nehme wahr, was dort passiert. Und das Fühlen ist ein Kanal, ein Wahrnehmungskanal, der mir viel mehr Informationen zur Verfügung stellt als der Verstand, weil über das Fühlen ich schon viel mehr verbunden bin mit den Menschen, mit der Natur, mit den Feldern, die uns umgeben. Also Fühlen sehe ich als einen absolut elementaren Bestandteil eines wahren und glücklichen Lebens, weil ich ganz anders wahrnehme, weil ich ganz anders bin. Und natürlich ist Fühlen ein Ausdruck von weiblicher Energie. Und in der heutigen Gesellschaft sind wir sehr auf männliche Energie getrimmt, wir sind sehr verstandesorientiert. Auch wenn wir uns teilweise schon der Spiritualität widmen, ist trotzdem viel noch aus dem Verstand heraus. Viele Menschen denken, dass sie fühlen. Und in dem Bewusstseinsfeld, das ist etwas ganz Besonderes, nehme ich Dinge viel intensiver wahr. Und zwar nicht über den Verstand, sondern über Empfindungen. Unter anderem über Empfindungen. Und es erleichtert mir wieder ins Fühlen zu kommen, weil ich wahrnehme, was es für wunderbare Möglichkeiten bietet, was es mir für Informationen liefert. Du hast jetzt den Begriff der Empfindung angesprochen. Da sind wir ja dann ganz schnell auch bei so etwas wie bei Emotionen. Mhm. Fühlen und Emotionen, ist das im Grunde genommen, also verwandt ja, aber ist es dasselbe oder gibt es da schon auch einen feinen Unterschied? Also ich weiß, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Definitionen benutzen für solche Worte. Für mich ist eine Emotion, und das darf wirklich jeder für sich selber festlegen, Emotion ist für mich etwas, was aus der Vergangenheit kommt. Also ein Gefühl, eine Empfindung, die ich in mir abgespeichert habe und die zu einem gewissen Moment, wann auch immer sie getriggert wird, wiederkommt. Also eine Emotion kommt für mich aus der Vergangenheit und Fühlen ist für mich Gegenwart. Aber ich weiß, dass es wirklich unterschiedlich gehandhabt wird, von daher bitte sollte mich keiner darauf festnageln. Nein, das ist schon klar. Das ist dann eine sehr, ich sag mal, sehr individuelle oder sehr persönliche Definition, denn das Thema Emotion kann natürlich auch etwas extrem Spontanes und etwas extrem Neues oder Neuartiges sein, was wirklich in dem Moment, wo es dann eine solche Emotion aufbricht oder aufkommt, auch wirklich
gefühlt wird, also dann das verwende ich jetzt den Begriff sogar, und dann in dem Moment passiert und mit der Vergangenheit dann im Grunde gar nichts zu tun hat. Also da muss man dann überlegen, ist das eine Definition, mit der ich klarkomme, oder kann ich da auch was anderes drunter verstehen? Also das ist dann vielleicht nicht in Stein gemeißelt, sage ich mal so. Ja, ja, genau. Okay. Du sprichst dann und schreibst von einer erweiterten geistigen Wahrnehmung. Was ist darunter zu verstehen? Auch da bitte eine kurze Erklärung, eine Erläuterung. Wenn wir uns mal vorstellen, was viele Menschen ja schon wissen, dass wir einen Geist haben, der wahrscheinlich sogar unendlich ist. Und mal dieses Bild hernehmen, dass unser Geist wie so eine Art Trichter ist. Und das ist natürlich ein sehr vereinfachtes Bild. Dann ist unser Verstand am Ende des Trichters. Das heißt, der kleinste Teil, der letzte Teil und der niederschwingendste Teil, ohne dass das jetzt negativ sein soll. Und erweiterte Wahrnehmung, erweitertes Bewusstsein oder erweiterter Geist bedeutet, ich öffne Ebenen überhalb dieses Verstandes. Also einfach Ebenen des Geistes, die eine höhere Schwingung haben, wenn man so möchte, die auch in anderen Dimensionen sind. Also nicht nur die dritte Dimension bespielen können und wahrnehmen können, sondern andere Dimensionen. Und das ist dann diese Erweiterung des Geistes. Bedeutet denn das dann nicht auch, dass du der Auffassung bist, dass der Mensch mit dem Geist wahrnimmt? Ist das so zu verstehen? Was ja ein bisschen ungewöhnlich ist, dass man, oder wenn du das vielleicht einfach mal erläuterst, nimmt der Mensch mit dem Geist nach deinem Verständnis wahr? Nach meinem Verständnis nimmt der Mensch mit den Sinnen wahr, wenn wir denn auch mal den Geist jetzt als Sinn mit einbeziehen, auch hier begrenzen die Worte das wieder, mit den Sinnen, auf dessen Schwingung er ist. Es gibt viele Menschen, die sehen einfach nur mit den Augen und hören mit den Ohren. Mhm. Dann gibt es die, die schon sich etwas weiter öffnen, die Schwingung erhöht haben. Die befinden sich im Geist, durchdringen geistige Ebenen und nehmen dort wahr, allerdings eher im Geist. Hier wird es dann sehr philosophisch. Und wenn du dich noch weiterentwickelst hin zu reinem Bewusstsein, dann wirst du sehen, dass auch der Geist nur ein begrenztes Werkzeug ist und nicht die schlussendliche Unendlichkeit. Und dann würde man sagen, ja, ich bin einfach im Bewusstsein, ich bin im Jetzt, ich nehme wahr, dass ich den Geist nutzen kann, aber ich nehme nicht über den Geist wahr. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene des Bewusstseins, auf welcher Ebene, Schwingungsebene man sich befindet. Und wenn du dann schreibst von einer erweiterten geistigen Wahrnehmung, das vielleicht nochmal ganz konkret, wie ist das zu verstehen? Was ist das Erweiterte bei dieser geistigen Wahrnehmung? Wie muss man das verstehen? Hier versuche ich mit Worten im Ansatz irgendwie zu beschreiben, was meine Arbeit für Auswirkungen hat. Und erweiterte geistige Wahrnehmung würde hier bedeuten, ich habe nicht nur den Verstand, mit dem ich wahrnehme, sondern auch andere Ebenen des Geistes. Das heißt, ich könnte jetzt hier hinschauen, sehe die Materie. Dann durch meine eigene Absicht kann ich wie die Brennweite ein bisschen verändern und sehe auch die Energie dahinter. Das heißt, ich kann in den Dimensionen, ich kann die Dimensionen ein bisschen öffnen, kann hinter die dritte Ebene schauen und kann das Geistige, was sich dahinter befindet, was ja die Ursache, der Ursprung ist für die Materie, ich kann das Geistige wahrnehmen, ich kann Energien wahrnehmen und ja, auch geistige Wesen. Erzähl da ein bisschen mehr von. Was meinst du jetzt mit geistigen Wesen? Also ich kann mir da was vorstellen, aber ist das jetzt genau das, was ich auch meine? Was sind nach deinem Verständnis geistige Wesen? Also erstmal ist alles, was in der Materie sich befindet, hat einen Abdruck im Geistigen. Alles kommt aus dem Geist, diese Gesetze kennen viele schon, auch die hermetischen Gesetze, das erste, alles ist Geist. Und in diesem geistigen Raum, in diesem Energiefeld, wie auch immer man es nennen möchte, gibt es natürlich unterschiedliche Entitäten. Also auf der einen Ebene kann man natürlich sagen, alles ist eins, alles ist dieses eine Feld, alles ist Einheit, aber wir sehen uns ja hier auch getrennt. Wir sind hier in der Dualität, in der Polarität und genauso gibt es in der geistigen Welt, in den geistigen Ebenen, vierte, fünfte, sechste Dimension, wie auch immer man es nennen mag, gibt es Entitäten, die man getrennt voneinander wahrnehmen kann, denen die Menschen irgendwelche Namen gegeben haben, die sich irgendwie, deren Schwingung wir übersetzen mit irgendwelchen Silhouetten. Manche nennen die Engel, manche nennen die aufgestiegene Meister, manche nennen die Verstorbene. Und die kann man sehen, wenn man es schafft, diese Brennweite zu verändern, in diese Dimensionen reinzugehen, beziehungsweise kann man mit denen Kontakt aufnehmen. Wenn man jetzt das richtig versteht, wie genau, beziehungsweise durch was erweitert sich diese
geistige Wahrnehmung. Wenn ich, also das, was du gerade sagst, mir vergegenwärtige, dann stellt sich ja die Frage, wie gehe ich damit um und wodurch könnte eine solche geistige Wahrnehmung dann auch erweitert oder verändert oder modifiziert werden. Mhm. Kann man dazu was sagen? Ja, wenn wir uns das nochmal so vorstellen, dass es, oder vielleicht, dass es um uns diesen geistigen Raum gibt. Mhm. Und wenn ich jetzt in diese höheren Ebenen eintreten möchte, ist der Kern, um da drin zu sein, natürlich das Eintreten an sich. Also wie komme ich da rein? Und ich habe das ursprünglich mal gelernt. Das hat sich in der Zeit, in der ich das anwende, nochmal verfeinert. Und bei mir läuft es grundsätzlich so, es geht über eine Schwingungserhöhung. Also wenn ich in einen hoch- oder höher schwingenden Raum hinein möchte, dann kann ich nicht mit einer niederen Schwingung da rein. Das heißt, ich muss meine Schwingung erhöhen. Das funktioniert bei mir durch eine einfache Meditation. Ich verbinde mich bzw. die Teilnehmer mit der Erdenergie. Ich lasse die Erdenergie aufsteigen durch eine einfache Entscheidung. Mhm. Das muss ich noch nicht mal fühlen. Trotzdem, wenn ich es entscheide, passiert es schon. Und ich verbinde mich nach oben als Sinnbild zur geistigen Welt, göttliche Quelle, ja. Mittelpunkt des Universums, wie auch immer man es nennen möchte, und lasse von oben Energie einströmen in mich. Dadurch erhöht sich schon mal die Grundenergie in meinem System. Dazu kann man das Herz nochmal öffnen. Da ist eine unfassbar hohe Energie in dem Herzen, sehr feine Energie. Und dann ist der Eintritt grundsätzlich eine Entscheidung in diesem Raum. Das heißt, was man braucht, ist jemand, der diesen Raum schon mal betreten hat, damit er mich einfach über seine Worte, über seine Schwingung dort hineinführt. Und vor Hunderten von Jahren, da wurden Rituale abgehalten und Einweihungszeremonien und Pyramiden gebaut, um das zu schaffen. Und heute ist die Energie, die Schwingung auf der Erde so hoch, weil es sich grundsätzlich hier auf der Erde was verändert, dass wir da sehr leicht reinkommen. Also es braucht jemanden, der drin ist und der einfach anhand seiner Schwingung, die er ausstrahlt, das Tor aufmacht, dass man eintreten kann. Also es geht über ein paar einfach gesprochene Worte, die, ganz wichtig, keine Rituale sind und keine Symbole. Also wenn die Menschen bei mir sind, sie bekommen nichts von mir mit, keine Linie, keine Meisterlinie, an der sie dranhängen, sondern ich zeige ihnen einfach, das ist dein Raum, da gehen wir rein. Dann kommt natürlich immer mal ein bisschen der Zweifler, bin ich jetzt wirklich drin, das, was ich hier wahrnehme, auch wenn es sich sehr intensiv anfühlt, habe ich mir das vielleicht doch eingebildet. Dann übt man es 2-3 Mal, man ruft mal Informationen ab für Menschen, die man überhaupt nicht kennt, und dann bekommst du ein Gefühl dafür, wow, das funktioniert wirklich. Und wenn du einmal drin warst und es dann im Alltag nicht wieder mit Absicht oder mit großer Nachlässigkeit sich wieder verschütten lässt, ja, dann bleibt es offen, weil die Energie auf der Erde so hoch ist. Wir müssen uns dafür nicht anstrengen, um da reinzugehen. Das heißt, hast du beobachtet oder kann man beobachten, dass sich die Energiezustände, in denen wir jetzt leben, dass die sich kontinuierlich entweder ändern oder geändert haben? Also wenn man jetzt 100 oder auch im eigenen Leben 10, 15, 20 Jahre zurückgeht, dann ist das eine Situation, die es zu dem damaligen Zeitpunkt in der Form noch nicht gegeben hat, dass da also sich jetzt wirklich was Neues entwickelt hat und was Neues entwickelt. Und ist das irgendwie absehbar, dass das mal zu Ende ist, oder geht das eigentlich kontinuierlich weiter? Also das ist die zweite Frage gleich dabei. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass sich die Energie konstant erhöht. Ich habe jetzt einen Vergleich von 9, knapp 10 Jahren, wo ich diese Arbeit mache, und sehe, dass Themen bei den Menschen viel schneller aufgelöst werden können heute. Man kommt viel schneller an eine wirkliche Ursache, als das vor 7, 8, 9 Jahren der Fall war. Mhm. Und ich sehe auch, dass immer mehr Menschen sich dafür interessieren. Also bei mir in den Seminaren sind Steuerberater, sind Ärzte, sind sogar Harley-Davidson-Fahrer, die vor 10 Jahren sich so einem Thema vielleicht noch nicht so oder viel weniger gewidmet hätten. Also es öffnet sich immer mehr bei den Menschen. Das gibt natürlich die Möglichkeit, die Themen immer leichter zu lösen, weil ich immer schneller an den Punkt komme, um den es wirklich geht. Und der zweite Teil der Frage, so wie ich diese geistige Welt sehen kann, gibt es kein Ende. Auch wenn wir irgendwann nicht mehr auf die Erde kommen sollten, hier nichts mehr lernen können, gibt es immer weitere Ebenen, wo wir immer mehr lernen können, bis meines Erachtens wir irgendwann wieder vollständig in eine Einheit eintreten und uns dann nicht mehr als Individuum wahrnehmen, sondern einfach nur noch als pures Sein, ohne Grenzen zu irgendetwas anderem. Also nicht mehr als Individuum wahrnehmen, ist das etwas, was aus deiner Sicht erstrebenswert ist? Aus meiner Sicht ist es etwas, was von alleine passiert.
Und es gibt natürlich Anteile in uns, vor allem voran das Ego, was natürlich nicht sich selbst aufgeben möchte und nicht wieder in so eine Einheit möchte, weil es dann sterben würde. Das heißt, klar, es gibt Anteile in uns, für die ist es nicht erstrebenswert. Das sind aber Anteile, die eine niedere Schwingung haben und die sich schwer tun im Leben, wo wir nicht vorankommen, wo wir immer wieder ausgebremst werden. Und ich sehe es regelmäßig, sowohl bei mir selbst als auch bei vielen Teilnehmern, dass diese Prozesse, immer weniger individuell zu sein, für einen kurzen Moment traurig sind, weil wir Anteile loslassen in dem Moment, die gerne ein Ich sein wollen. Aber wenn du dann durch bist durch diesen Prozess, bist du so erweitert, so freier, du nimmst die Welt so anders wahr, dass dir dann aufgeht, es ist gar nicht erstrebenswert, ein festes Ich zu sein, sondern gerne erstmal ein erweitertes, immer erweitertes Ich. Und wenn dieser Prozess nie aufhört, können wir uns logisch vorstellen, wo das hinführt. Irgendwann haben wir kein Bedürfnis mehr, ein starkes Ich zu sein, ein abgegrenztes Ich zu sein. Also ich habe bei mir ganz viele Auflösungserscheinungen gehabt in den letzten Jahren. Ich war ein klassischer Kopfmensch. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also wirklich eine ganz klassische Bahn. Ja. Und Geld verdienen war mir wichtig. Und ich löse mich immer mehr auf, aber auf eine Art und Weise, wo ich trotzdem immer mehr hier bin. Das heißt, ich gehe nicht immer mehr in geistige Räume und verlasse diese Erde, sondern ich werde immer ein bisschen weniger Stefan aus der Vergangenheit, so wie man mich kennt oder ich mich kenne, und werde dadurch aber immer freier und immer mehr Mensch. Auch wenn das teilweise als Paradoxon wirkt, ist es tatsächlich so, weil, das ist noch ein Satz, den ich unbedingt gerne sagen möchte, es geht nicht darum, das Menschsein zu verlassen, sondern immer tiefer einzutauchen, auch in den Körper, in einen Körper, der immer freier wird, mit einem Geist, der immer freier ist. Also es entsteht durch einen solchen Prozess kein Verlust, den Eindruck hätte man zunächst mal haben können, sondern es ist im Grunde genommen ein Gewinn auch an Seinsqualität, die dadurch, der dadurch erreicht wird. Und insofern nichts, wo man einem alten Zustand und einer alten Situation oder einer ehemaligen Situation in irgendeiner Weise nachtrauern müsste. In keinster Weise. Man erkennt sogar sehr gut, wie klein und begrenzt alte Zustände und alte Charakteristika von einem selbst waren. Und diese Dinge sind ja auch nicht weg. Ich habe mich bloß darüber erhoben, in Anführungszeichen. Ja. Also ich habe mich ausgedehnt, nicht erhoben als Bewertung. Und ich könnte mich jederzeit, wenn ich das wollte, auch in diese Zustände zurückbringen. Das heißt, die sind nicht weg, die Wahlmöglichkeit ist nur größer. Aber in dieser neuen Freiheit stellt sich die Frage gar nicht, möchte ich denn wieder zurück? Aber man könnte, wenn man wollte. Das heißt, hundertprozentige Sicherheit für den, der sich weiter ausdehnt. Wenn er mag, kann er auch wieder zurück. Also es ist keine Einbahnstraße oder keine Sackgasse, sondern eine Möglichkeit, die man wahrnehmen kann. Und wenn man dann irgendwann eines Tages sagt, ja, ich will es dann doch anders haben oder ich will den alten Weg nochmal probieren, dann ist das auch nicht nur kein Problem, sondern jederzeit machbar. Absolut. Es ist definitiv machbar. Es hat für mich schon eine Art Qualität von Einbahnstraße, weil ich kaum jemanden gesehen habe oder sogar noch niemanden persönlich, der wieder zurückgegangen ist. Weil wer die Freiheit lebt, hat in diesem Leben hier auf der Erde erstmal keinen Bedarf, wieder in eine Unfreiheit zu gehen. Das heißt, das, was dann entsteht, wenn du den Begriff Freiheit und Unfreiheit jetzt verwendest oder gegen die beiden Pole gegenübersetzt und gegenüberstellst, entsteht ein Stück Gewinn an Freiheit durch diese Entwicklung. So würdest du das sehen. Also es ist etwas, was dann eben nicht dazu führt, dass man irgendwann etwas reumütig oder traurig sagt, ich will den alten Zustand wieder haben, sondern das ist eigentlich eher der ungewöhnlichere Weg oder der fast unmöglich, nicht unmögliche, also möglich ist er schon, aber es ist einfach der Weg, der für den Einzelnen dann eher wohl nicht in Frage käme. Ja, und ein Stück Freiheit ist dabei noch sehr untertrieben. Es ist unfassbar viel mehr Freiheit. Weil wenn man sich mal vorstellt, dass wir ganz viele Themen in uns haben, die uns begrenzen und die allermeisten Themen davon kennen wir gar nicht. Also wir sind einfach begrenzt, ohne dass wir wissen, warum. Und wenn wir jetzt anfangen, ganz tiefe Begrenzungen aufzulösen, aus der Kindheit und für die, die dran glauben, auch aus früheren Leben, und dann in eine neue Schwingung kommen, dann stellt sich die Frage kaum,
nach zurückgehen. Und diese neue Freiheit, die ist auf so unterschiedlichen Ebenen, dass das Leben ein wahrer Genuss wird. Ja. Nächste Frage. Ist der geistige Sinn etwas anderes als der menschliche Geist? Gibt es da einen Antagonismus oder gibt es da einen Gegensatz? Oder ist es vielleicht sogar dasselbe? Also geistige Sinn auf der einen Seite und menschliche Geist auf der anderen Seite. Wie würdest du das bewerten? Ich würde das so sagen, wenn man sich das mal so als eine Linie von oben nach unten vorstellt, dass der menschliche Geist, man könnte auch sagen vielleicht Körpergeist, weil überall ist Geist, hat einfach eine etwas niedere Schwingung. Und wenn ich in höhere geistige Bereiche gehe, in höhere Schwingung, das ist, könnte man den geistigen Sinn nennen. Wichtig ist, dass die Worte das hier stark begrenzen. Also es ist, jeder stellt sich auch ein bisschen was anderes darunter vor. Geistiger Sinn würde ich jetzt definieren als, ich kann Sachen geistig wahrnehmen, nicht nur körperlich, nicht nur materiell, und dementsprechend kann ich auch meinen Körper energetisch wahrnehmen. Dann wäre es nämlich wieder das Gleiche. Ich schaue einfach durch die Materie durch oder fühle hindurch, nehme das Geistige, den geistigen Ursprung wahr, beziehungsweise einfach die Energien, die da fließen oder die Ursache dafür sind, dass wir Materie überhaupt wahrnehmen. Wenn wir es so betrachten, dann gibt es wiederum keinen Unterschied. Dann ist es der geistige Sinn. Dann wären die beiden Begriffe also dann nicht weit weg voneinander, sondern vielleicht sogar identisch. Man kann je mehr, ja, also erstmal ja, ja, je mehr man in diese höheren Dimensionen, höhere geistigen Ebenen reingeht, sieht man immer wieder, dass Sachen entweder genau gleich sind und eins, aber gleichzeitig auch völlig auseinander sein können. Also die Betrachtungsweise, diese Paradoxen, die da entstehen, die werden immer mehr. Ja. Und deswegen ist es auch so schwierig, sich über hohe geistige Bewusstseinszustände überhaupt zu unterhalten mit Worten. Das glaube ich dir. Du sprichst von einem Bewusstseinsfeld. Was ist darunter zu verstehen? Also wenn man den Begriff, den kann ich nachvollziehen, kann ihn auch verstehen, was damit gemeint sein könnte. Aber das, was ich jetzt in dem Gespräch auch gelernt habe, ist, dass es wichtig ist, dann nochmal genau hinzuschauen, wie die Dinge definiert sind und wie du sie definierst. Also Bewusstseinsfeld, wie würdest du das definieren, was darunter zu verstehen? Also Bewusstseinsfeld ist ein Raum, ein, nutzen wir mal wieder das Wort, ein geistiger Raum, außerhalb meines Verstandes. Dieses Bewusstseinsfeld lässt sich schwer definieren, wenn man aber für den Verstand, um den mal ein bisschen mitzunehmen, sagen möchte oder könnte man die Worte verwenden, das Bewusstseinsfeld ist ein Energiefeld, ein Informationsfeld, was sich überall befindet und in das ich eintauchen kann, wenn ich weiß, wie. Es geht aber nicht über den Verstand, es geht nicht über das Denken. Ich brauche eine höhere Schwingung, um dort reinzukommen. Wenn ich dort drin bin, kann ich es als Heilfeld nutzen. Es ist, um nochmal dieses Bild zu nehmen, einfach eine Wahrnehmung, eine Ebene meiner geistigen Wahrnehmung, wo ich nicht nur, vielleicht mal als Beispiel, wenn ich in einem Haus wohne, nicht nur ein Zimmer wahrnehme, in dem ich gerade bin, sondern, obwohl dort Wände sind, für meinen Verstand sind dort Wände, ich auch andere Zimmer wahrnehmen kann. Und dann sogar das ganze Haus. Also ich erweitere meine Wahrnehmung über die irdischen Sinne hinweg. Und auch das ist wieder grenzenlos. Also es ist ein Energiefeld, ein Informationsfeld. Gleichzeitig, und das ist der wichtigste Punkt, ist dieses Bewusstseinsfeld ein Teil unseres höheren Bewusstseins. Es ist nichts im Außen, es ist nichts, was andere mir geben oder andere mir eröffnen. Es ist grundsätzlich da. Und wenn ich es schaffe, aus dem Verstand herauszukommen, diesen Raum zu öffnen, der kann sich auch hier öffnen, dann nehme ich Dinge wahr, die ich so mit irdischen Sinnen nicht wahrnehmen kann. Was kann man mit einem solchen Bewusstseinsfeld machen, konkret? Also wenn man damit jetzt dieser Definition folgt, die du gerade vorgenommen hast, wie lebe ich damit? Wie setze ich das um? Was kann ich damit konkret anfangen? Also die Möglichkeiten, die sich mir eröffnet haben, ich mache das ja auch nicht als Mensch, ich kann diese Ebene nicht kontrollieren, die öffnen sich mir und zeigen mir, was ich damit machen kann. So wie ich das darf und auch den Menschen zeige, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die sich aber einander bedingen. Das ist zum einen, ich kann in dieses Feld eintreten und Fragen stellen über mein Leben. Ich kann herausfinden, warum sind gewisse Situationen in meinem Leben überhaupt da? Warum treffe ich immer wieder denselben Typ Partner?
Warum funktioniert es geschäftlich nicht? Warum habe ich Angst vor Hunden? Alle möglichen Fragen, die mich persönlich betreffen. Ja. Ich kann fragen, was ist die Ursache, und ich bekomme eine Antwort. Und diese Antwort kommt auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn ich drin bin im Feld, ich fühle etwas, ich sehe oft Bilder, manchmal sogar Filme in feinster Qualität, und ich bekomme Worte, die mir diese Sache erklären. Also ich lese darin, ich kriege Antworten auf meine Fragen, die mich persönlich betreffen. Mhm. Wenn ich dann eine Ursache habe, zum Beispiel, warum habe ich Rückenschmerzen und warum findet kein Arzt etwas? Und es wird mir gezeigt, die Ursache liegt in der Vergangenheit, in der Kindheit, da ist etwas geschehen, eine alte Emotion sitzt da drin. Dann möchte ich natürlich Punkt 2 nutzen und es auflösen, also diese Ursache verändern. Und das ist das zweite und der Kernpunkt dieser Arbeit. Ich kann tiefe Ursachen, die in mir abgespeichert sind, auflösen. Und das geht auf sehr einfache Art und Weise. Und auflösen soll hier nicht missverstanden werden. Manchmal ist es so, dass wenn ich mir ein Thema anschaue und es löse, dass es tatsächlich aus mir herausfließt und einfach weg ist. Manchmal nehme ich es einfach nur wahr und dadurch verändert es sich schon, weil unser Bewusstsein eine sehr hohe Schwingung hat. Und wenn ich ein Thema wirklich wahrnehme in mir, eine Ursache, die ich trage, die ich vorher nicht kannte, dann verändert die sich in vielen Fällen schon und dadurch werde ich viel freier. Das heißt, ich kann ganz anders denken, ich kriege eine ganz andere Inspiration, ich reagiere anders auf Dinge, weil ich oft nicht mehr reaktiv bin, sondern Sachen wahrnehme und einfach schaue, okay, was fühlt sich hier für mich stimmig an, anstatt ich reagiere und irgendwie in Abhängigkeit bin. Das heißt, mein Leben verändert sich total. Und ich habe auch erkannt, je mehr man in sich auflöst, je freier man wird, desto mehr wird man zu Magneten für die eigene Lebensaufgabe und dementsprechend auch für Menschen, die quasi meine Lebensaufgabe betreffen, also die davon tangiert werden. Menschen kommen immer mehr zu mir, als dass ich etwas tun muss, wenn ich Themen in mir auflöse und immer freier werde. Das heißt, das wäre dann der Weg, wie du ein solches Bewusstseinsfeld für deine persönliche Entwicklung auch nutzen kannst. Ist das so zu verstehen? Ja. Also, weil es ja so ein bisschen, ich sag mal, etwas ungewöhnlich ist, dass man dann allein durch das Bewusstseinsfeld wirklich auch die ganz konkrete persönliche Entwicklung beeinflussen kann. Oder funktioniert das trotzdem? Ja, es funktioniert sehr gut, weil der Kern dieser Arbeit ist, um das für die persönliche Entwicklung zu nutzen. Ich kann diese Ebenen einfach benutzen, das ist das Wort wieder, um Ursachen herauszufinden. Ich brauche immer weniger Therapeuten, ich brauche immer weniger Unterstützung von außen. Natürlich, hier und da gibt es mal ein Thema, was ich auch nicht so gut sehen kann aufgrund von blinden Flecken. Mhm. Aber es ist für viele Menschen, die in meinen Kursen sind, absoluter Alltag, wenn die in ihrem Leben in irgendeiner Form nicht weiterkommen, wenn irgendwas blockiert, wenn irgendwelche Ängste, Emotionen auftauchen, dann gehen die in das Feld und fragen, was ist die Ursache? Dann lösen die das auf und es verändert sich wirklich sofort im selben Moment etwas. Und in vielen Fällen verändert sich auch sofort etwas im Außen. Viele wissen das ja schon, wie innen, so außen. Dass das Außen ja eine Art Spiegel ist von dem, was wir in uns drin haben. Und wenn Situationen in mein Leben treten, dann liegt das immer daran, weil ich in mir die Resonanz dafür habe. Also Dinge kommen nicht in mein Leben, weil ich Pech habe oder aus Zufall. Mhm. Da glaube ich in keinster Weise mehr dran. Das heißt, ich nutze quasi in meinem Leben Situationen im Außen, um zu schauen, hey, wo gibt es denn Entwicklungsbedarf? Und da ich sehr oft nicht weiß, warum sind die Situationen da, warum behandelt mich dieser Mensch so und der Chef behandelt mich so, gehe ich ins Feld und frage nach, warum ist das so? Und in vielen Fällen, in den allermeisten, sehe ich dann, in mir gibt es eine Ursache dafür, dass ich so behandelt werde. Du sagst, ich gehe ins Feld und frage nach. Mhm. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Also erstens das ins Feld gehen und zweitens, bei wem oder wie fragst du denn dann nach? Mhm. Also wo kriegst du denn da plötzlich einen Gesprächspartner her? Also das Reingehen lernt man dann bei mir im Kurs. Das ist grundsätzlich sehr einfach. Ich könnte es auf einen kleinen Zettel schreiben und die Menschen könnten das zu Hause nachmachen, aber sie würden vielleicht nicht so oder sehr wahrscheinlich nicht so tief kommen. Das heißt, dafür gibt es einfach so eine Art Kurs, um das ein paar Tage zu begleiten, um wirklich tief reinzukommen. Und das Reingehen ist einfach, die Menschen setzen sich zu Hause hin, gehen in diese Meditation, lassen die Erdenergie fließen, lassen die Energie von oben fließen, öffnen ihren Herzraum und dann machen sie einfach das, was ich ihnen im Kurs noch zeige, diesen Eintritt, der grundsätzlich nur eine Entscheidung ist. Und dann fühlt man sich in einem Raum, dann hast du das Gefühl so, ah, okay, hier ist irgendwas anders. Irgendwie kann ich hier so durchfassen.
oder bei manchen, es bitzelt so ein bisschen. Also du spürst eine ganz andere Energie. Und wenn du in dieser Energie dann bist, dann stellst du einfach eine Frage und tatsächlich, so verrückt wie es klingt, es kommt aus dem Raum die Antwort. Also dort ist es nicht mehr personifiziert, dass mir irgendein Geistwesen erscheint, mir eine Tafel hinhält oder mir Worte zuruft, sondern die Antwort ist dann einfach da. Und die ist so wahr, die fühlt sich so wahr an, die ist getragen von einer Grundenergie. Ich sehe Bilder dazu, mir eröffnen sich Situationen, wo mir klar wird, wow, das ist die Lösung. Ist ja unglaublich. Und wenn ich die Ursache dann habe von Themen, dann frage ich einfach weiter, wie kann ich das auflösen? Und die Antwort kommt. Und ich weiß, dass ich mit diesem Thema, es ist noch recht neu, es kennen nicht viele Menschen. Mhm. Einige haben schon gehört von Rupert Sheldrake, vom morphischen Feld, morphogenetischen Feld, dass es dort eine Intelligenz in sich gibt. Und diese Intelligenz, wir sind angebunden daran. Und durch eine einfache Frage, wenn ich in diesem höheren Raum, höher schwingenden Raum bin, kommt einfach die Antwort. Das heißt, das muss man mal erleben, um das wirklich glauben zu können. Ich kann nur wieder sagen, ich bin als Wirtschaftsingenieur gestartet, als Kopfmensch, als Mensch, der Sachen greifbar haben möchte und vor allem auch effizient. Und es ist effizient, weil es tatsächlich funktioniert. Du musst dich ja dann mit dem Bewusstseinsfeld in dem Moment verbinden. Mhm. Wie funktioniert das, dass man also in einer solchen Situation sagt, ich stelle die Verbindung zwischen meiner Person und diesem Bewusstseinsfeld, die stelle ich her. Und was passiert dann? Also in der Regel, die Verbindung passiert einfach zu Hause. Ich setze mich hin, schließe die Augen, mache diese Meditation. Und durch bewusste Eintreten, also es gibt kein Geheimnis, um dort einzutreten. Es ist einfach nur, dass die Menschen einmal reingeführt werden müssen und das mal fühlen müssen, dann ist dieser Kanal wieder offen. Also der Eintritt ist, ich entscheide mich einfach einzutreten. Da viele aber das nicht alleine schaffen, gibt es dann mich, der ihnen das einmal zeigt und ein bisschen unterstützt, bis sie einmal richtig drin sind. Und in der Regel, wenn man das am Anfang gelernt hat, dann macht man es nicht in der Situation, wo gerade etwas geschieht, wo der Chef mich anbrüllt oder etwas Schreckliches geschieht, sondern ich mache es eine Stunde später, einen Tag später zu Hause in Ruhe und schaue dann, was ist da passiert, was gibt es da zu lernen, was soll ich da verstehen? Und wenn ich das ein bisschen öfter genutzt habe, bei mir ist es heute so, ich verbinde mich nicht mehr aktiv damit, sondern ich bin einfach drin. Ich wechsle einfach nur die Perspektive. Das heißt, die Menschen kommen zu mir, stellen mir eine Frage. Oft ist tatsächlich, das sehen die Teilnehmer im Kurs auch, ist die Antwort oft schon da, bevor die Frage gestellt wurde. Weil wir hier in ganz anderen Intelligenzen sind, in viel höheren Intelligenzen, als unser Verstand sich das vorstellen kann. Bist du denn in dem Moment sicher, dass du dann in das eigene Bewusstseinsfeld eintrittst? Es könnte ja auch sein, dass es da eine, ich sag mal, Irritation oder einen Umweg gibt und dass du plötzlich in einem ganz fremden und einem ganz anderen Bewusstseinsfeld agierst und dich da plötzlich wiederfindest. Wie verhinderst du das? Also zu dieser Frage gibt es zwei Antworten. Zum einen kann man sehr genau fühlen, das braucht dann manchmal ein bisschen Übung, in welchem Feld befinde ich mich gerade, in welchem Raum. Fühlt sich das fein an, fühlt sich das wahr an oder hat das irgendwie so ein bisschen im Hintergrund doch was Dunkles? Ist da doch noch was anderes? Was anderes, wenn du jetzt sagst, ist da was Dunkles, würde immer bedeuten, dass es quasi was Negatives ist. Ich meine, das könnte ja auch das Bewusstseinsfeld der Freundin oder der Frau oder von einem Geschwister oder der Eltern sein. Die müssen ja nicht unbedingt dann dunkel sein. Mhm. Also grundsätzlich ist es so, es gibt nicht, das Bewusstseinsfeld ist nicht personifiziert. Wenn man dort reingeht, gibt es in Wahrheit nicht deins und meins, sondern es gibt diesen Bewusstseinsraum, den wir dann dementsprechend teilen miteinander. Um das aber verständlich zu machen, könnte man sagen, ich gehe in den Teil des Bewusstseinsfeldes, der meiner Schwingung entspricht. Das heißt, wenn ich mich schon sehr befreit habe von Themen und bin in einer hohen Schwingung, habe die Erdenergie in mir, habe die Energie aus der geistigen Welt, aus den geistigen Ebenen in mir, dann gehe ich in einen sehr hochschwingenden Raum. Bin ich eher Anfänger, gehe ich in einen nur hochschwingenden Raum. Und es geht nicht darum, dass man kontrolliert, wo man landet, sondern es geht darum zu schauen, wo lande ich. Und wenn ich dort feststelle,
ah, hier steht auf einmal meine Mutter, hier ist die Energie meiner Mutter, dann geht es darum herauszufinden, warum ist die da, warum bin ich dort gelandet, weil dann soll mir das was zeigen. Und genauso gut, wenn ich feststelle, ich nutze jetzt mal das Wort, auch wenn das immer so ein bisschen schwierig ist, das zu betrachten, das muss man genauer erklären, wenn ich in etwas Dunklem lande. Mhm. Weil es gibt ja auch Menschen, die haben das Gefühl, ich habe energetisch für jemanden gearbeitet und jetzt habe ich mir eine Fremdenergie da aufgehalst. Das ist das gleiche Thema. Wenn ich irgendwas mit dunklen Energien zu tun habe, dann geht es nicht darum, mir Sorgen zu machen. Weil es konnte nur passieren, die konnten sich mir nur nähern, weil ich in mir die Resonanz dafür habe. Ansonsten kann sich mir keine Energie nähern, es sei denn, in mir ist irgendwo eine Art Erlaubnis. Und das würde bedeuten, wenn ich mal merke, ich lande in einem Bereich des Feldes, der sich auch irgendwie nicht so stimmig anfühlt, dann frage ich, warum bin ich jetzt hier gelandet? Was ist dafür die Ursache? Was gibt es hier zu lernen? Also das ist dann nicht ein Grund, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, schreiend davon zu laufen, sondern dann erst recht hinzugucken, genau, und nachzufragen, was könnte der Hintergrund, was könnte die Ursache sein, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin, aber es ist kein Grund, weswegen ich mir irgendwelche Sorgen machen muss, und ich muss damit einfach umgehen. Genau, absolut. Und am besten, der beste Umgang meines Erachtens ist, dass ich diese Energien respektvoll betrachte und keine Angst davor habe. Ja. Weil wenn ich wirklich weiß, dass die nur da sein können, weil in mir die Resonanz und in mir die Ursache dafür ist, dann brauche ich mich nicht mehr zu sorgen, dass ich jetzt Pech gehabt habe, ja, und jetzt das Dunkle mich irgendwie überschwemmt, sondern ich weiß, es nähert sich, weil ich noch etwas erfahren soll. Und ich persönlich hatte auch einige Prozesse, wo ich in tiefe Dunkelheit gereist bin von mir, wo ich am Anfang dachte, wow, was sind das für Ebenen in mir? Ich dachte, ich bin relativ gut gereinigt schon und habe gesehen, je tiefer man in sich eintaucht, desto dunkler wird es auch. Aber wenn ich durch diese Dunkelheit durchgehe und sie befreit habe, dann ist sie nicht mehr ein manipulativer Teil, der mitwirkt und versucht, irgendwo sich was abzugreifen, sondern dann ist er wieder ein Teil von mir. Und dann ist Dunkelheit so wie der Nährboden der Erde. In der Erde ist es auch dunkel, wenn ein Samen dort wächst. Aber wir brauchen diese Energie der Erde, der Dunkelheit, damit überhaupt was entstehen kann. Das heißt, wenn man damit frei, respektvoll und angstlos umgeht, kann überhaupt nichts passieren. Das Einzige, was passiert, sind große Wachstumsprozesse, wenn man das annimmt. Okay. Wenn du jetzt auf das zurückschaust, was du inzwischen alles erlebt hast und wo du durchgegangen bist, stellt sich die Frage, wie du zu dieser Arbeit gekommen bist und was da so die Initialzündung oder vielleicht auch der Auslöser oder der Anstoß gewesen ist, dass du das machst, was du jetzt machst. Kannst du dazu was sagen? Ja, also ich habe es mir als Mensch bewusst nicht selber gewählt. Ich wollte Karriere machen in der Wirtschaft, wollte Geld verdienen, das war mir damals wichtig. Und ich saß nach meinem Studium in meinem ersten Job im Büro nach anderthalb Jahren und dann fing aus dem Nichts an, mein Bein zu schmerzen, ein bisschen über dem Sprunggelenk, ohne äußere Einflüsse. Und das war so stark, als ob es gebrochen war, innerhalb von 2 Minuten. Und ich bin dann zu unterschiedlichen Ärzten gegangen, erstmal ins Krankenhaus, wurde untersucht und kein Arzt hat irgendwas gefunden. Das war zwischendurch auch nochmal das Gleiche auf der anderen Seite, beim anderen Bein. Da habe ich mir im Liegen quasi energetisch das Bein gebrochen. Und nachdem 7, 8 Ärzte nichts gefunden haben, bin ich irgendwann ziemlich frustriert selbst auf die Suche gegangen und habe alternativ mal geschaut. Im Internet, es ging wirklich los, bei Google habe ich eingegeben, Schmerzen ohne Diagnose, und bin dann in diese spirituelle Richtung reingekommen, in diese energetischen Themen, und habe Bücher gelesen und wurde dann durch diese Sachen, die da standen, sehr stark erinnert. Also ich war ein absoluter Kopfmensch, habe dann Dinge gelesen wie, dein Körper spricht zu dir über seine Symptome, und wusste auf einmal, das stimmt ja. Und ganz viele Sachen wurden in mir auf einmal wieder wach. Und ich dachte so, hey, das gibt's ja gar nicht. Die Welt ist ja ganz anders, als ich sie bis jetzt gesehen habe. Laufen konnte ich aber immer noch nicht. Und irgendwann hat mir jemand von einem Kurs erzählt, den er mal gemacht hat, der ziemlich verrückt ist, aber sehr gut funktioniert. Der hieß Lesen im morphischen Feld. Mhm. Und obwohl ich da gar nicht hin wollte, das war mir zu lang und ich konnte mir da auch nichts vorstellen, hatte ich keine Möglichkeit mehr, weil ich so üble Schmerzen hatte und nicht laufen konnte. Dann bin ich da hingegangen. Wusste gar nicht, was passiert, dann wurde mir gezeigt dort von dem Seminarleiter, wie ich mich anzubinden habe. Und es hat vom ersten Moment so gut funktioniert, dass ich das einfach immer weiter genutzt habe. Und die Schmerzen waren dann weg? Die Schmerzen sind in dem Maß weggegangen, wie ich erkannt habe, dass das mein neuer Weg sein soll. Ich habe dieses Feldlesen für mich genutzt, Themen in mir aufgelöst, habe mich immer besser gefühlt, immer freier und wollte dann so das Neue und Alte verbinden. Wirtschaftsingenieur mit dem Neuen irgendwie zusammenbringen. Da haben die Beine wieder geschmerzt. Das war ein ganz starker Gradmesser, der gesagt hat, Stefan, das ist nicht dein Weg. Ja. Hier gehst du nicht mehr lang, also keinen Schritt mehr.
Und als ich entschieden habe, ich mache dieses Neue, weil es sich so aufgedrängt hat, dann haben die Beine aufgehört zu schmerzen. Du sprichst von einem Lesen im Bewusstseinsfeld. Hast das eben schon angedeutet oder angesprochen. Was muss man sich darunter vorstellen? Und zu was führt das, wenn man im Bewusstseinsfeld lesen kann? Wie kann man das nutzen? Wie hast du es genutzt? Also lesen bedeutet für mich erstmal ganz einfach, ich stelle Fragen und bekomme Antworten. Und ich bekomme Antworten über die Situation meines Lebens, die ich so mit dem Verstand nicht ergreifen kann, die ich mir so, ja, wo ich so einfach nicht rangekommen bin. Und wie das genutzt wird, das habe ich schon leicht angerissen, ich nutze das dafür, in mir Blockaden aufzulösen. Weil in unserem Unterbewusstsein oder im Unbewussten wird alles gespeichert. Also alles, was ich erfahre, alle Entscheidungen, die ich treffe, aus der Kindheit, aus früheren Leben, ist alles in mir drin. Und wenn man sich vorstellt, dass da viele Entscheidungen sind, die gegen etwas sind, gegen meine Größe oder aus Angst entschieden wurden, dann kann ich mir vorstellen, dass ich relativ große Begrenzungen und Widersacher in mir habe. Und wenn ich mich bewegen möchte in meinem Leben, ich möchte selbstständig sein, ich möchte eine Familie haben, möchte einen lieben Menschen treffen, habe aber ganz viele Gegenspieler in mir, dann kann ich gut verstehen, dass wenn ich diese Gegenspieler auflöse, weil die wirken in mir genauso wie das, was ich im Außen produziere, habe ich in mir etwas produziert. Je mehr ich davon auflöse, desto mehr kann ich mich bewegen. Desto mehr kann ich machen, was wirklich aus mir herauskommen möchte. Desto mehr funktionieren die Dinge auch. Und am Ende des Tages komme ich sogar weg vom Tun zum Sein. Und das sehe ich in meiner Arbeit auch. Ich tue nicht viel, dass meine Arbeit gut funktioniert und bei den Menschen erfolgreich ist, sondern ich gehe immer wieder in diesen Raum einfach hinein und dadurch wirken Energien, dadurch können Energien fließen. Wenn ich mir vorstelle, einen Fluss, den ich nicht mehr staue, wenn ich den Staudamm wegnehme und der fließt, dann brauche ich mich mit einem Boot nur noch reinzusetzen und fahre von allein. Und das ist die Anwendung im Alltag. Ich löse Themen auf und dadurch kann ich mich geistig, körperlich und in meinem Leben so viel leichter bewegen. Dinge ergeben sich viel leichter. Ich bin gesünder, glücklicher, erfolgreicher, auch wenn das jetzt ein bisschen plakativ gesagt ist, aber in diese Richtung geht es. Ja. Und damit ist das, was du schon angesprochen hast, das Tun dann auch alltagstauglich. Ja. Das funktioniert dann im Grunde genommen quasi von alleine und ganz, ganz, ganz natürlich und ganz normal und ist im Alltag jederzeit zu nutzen und anzuwenden. Genau, wenn ich es denn mache. Wenn ich nicht natürlich im Außen bleibe und anderen die Schuld dafür geben möchte, für die Situationen, wenn ich sage, mein Chef ist einfach ein schlechter Chef und ich wechsle jetzt die Firma und dann habe ich wieder einen schlechten Chef, der irgendwie genauso agiert wie der davor. Wenn ich da im Außen bleibe, dann habe ich nicht die Möglichkeit, etwas zu ändern. Erkenne ich aber, dass die Verantwortung für diese Situationen eigentlich bei mir liegt und gehe dann hin und sage, okay, jetzt wurde ich zum zweiten Mal abgestraft, jetzt setze ich mich hin und jetzt frage ich einfach mal, warum ist das passiert? Was in mir ist die Ursache? Und auf einmal erkenne ich, ich lehne meinen Vater ab in mir. Und dieses Thema der Vaterablehnung, das sehe ich jetzt wieder in dem Vater auf der Arbeit, dem Chef. Und dann habe ich die Möglichkeit, dieses Vaterthema in mir zu lösen, gehe zwei Tage später auf Arbeit und sehe, auf einmal verändert sich der Chef. Reagiert er anders. Das heißt, es ist absolut alltagstauglich, es ist nur für den Alltag gemacht, aber benutzen muss ich es natürlich selber. Also ich muss es anstoßen, ich muss die Frage stellen. Ist denn das der Hintergrund, warum wir so viele Themen auflösen müssen? Ich glaube, der Hintergrund, warum wir so viel auflösen müssen, ist, dass wir so viel gesammelt haben. Wir sind ein sehr starkes energetisches Wesen. Das heißt, wir manifestieren ganz viele Dinge. Das Problem dabei ist, dass wir über 90% oder sogar gegen 100% unbewusst manifestieren. Das heißt, wir haben Situationen, erleben die und treffen dann Entscheidungen und bewerten diese Situationen als schlecht, als gefährlich, als dies. Und dann wird das in uns abgespeichert. Das ist gefährlich, das ist schlecht, das ganze Potenzialleben ist nicht gut, dann könnte dich die Gesellschaft nicht mehr wollen, du wirst irgendwie abgestraft, dann bist du allein. Das heißt, wir haben so viel gesammelt aufgrund von unbewusstem Erschaffen. Und heute fängt es an, die Energie erhöht sich, die Themen werden bewusster. So, dann werden Menschen auf einmal krank, ohne dass irgendwas passiert ist. Menschen haben Unfälle, sie fühlen sich unzufrieden, der Job fühlt sich überhaupt nicht mehr stimmig an, die Partnerschaft fühlt sich nicht stimmig an. Also es ist Notwendigkeit, hinzuschauen und diese vielen Themen langsam abzuarbeiten. Und mit dem Auflösen wird genau das dann auch erreicht, dieses Abarbeiten. Das ist im Grunde genommen dann auch das,
was man mit Auflösen dann auch tut, dass denn die dir nicht mehr quasi quer vor den Füßen liegen, sondern dass man dann auch frei und unbeeinträchtigt künftig seinen Weg gehen kann. Ganz genau. Und Auflösen heißt hier eigentlich, ich entscheide mich, dass ich das nicht mehr behalten möchte. Ja. Weil aktuell entscheide ich mich auf einer unbewussten Ebene, dass es gut ist, wenn ich diese Vorsicht in mir trage. Und dann, wenn ich diese Vorsicht wahrnehme oder diese Angst und mich dann entscheide, ich möchte sie gar nicht mehr, dann geht sie auch. Ein wichtiges Thema ist natürlich noch, dass viele Menschen nicht an diese Ursache herankommen und deswegen in ihrem Leben keine große Veränderung finden. Das heißt, ein Grundsatz beim Auflösen von Themen ist, dass ich sie wirklich wahrnehme. Nicht, dass ich sie errate oder vielleicht eine Idee habe, was es sein könnte, sondern dass ich sie wirklich in mir fühle. Und das geht über dieses Bewusstseinsfeld richtig gut. Und sich zu entscheiden, zu sagen, ich belasse das jetzt so, wie das ist, ändere daran nichts, bin also in dem Punkt dann frei zu sagen, alles gut und das bleibt jetzt so. Das wäre dann aus deiner Sicht nicht der sinnvolle und der intelligente Weg. Auf die Idee kommt niemand oder kaum jemand. Ich habe noch kaum jemanden erlebt, weil wenn ich in mir eine ganz tiefe Traurigkeit fühle, die sich wirklich so schwer, so bewegungslos, wie am Boden liegend, halb tot anfühlt, dann gibt es keinen Grund, das zu behalten. Mhm. Ich kann aber auch ganz leicht im Feld einfach schauen, in welche Richtung entwickle ich mich, wenn ich das behalte. Also in welche Richtung geht mein Leben, wenn ich diese Traurigkeit behalte? Und wie entwickelt sich es, also tendenziell, wenn ich es loslasse? Und dann kriege ich ganz klar eine Information, wofür ich mich entscheiden möchte. Ja, und dann ist das Behalten des alten Zustands wohl nicht mehr die Wahl. Es ist obsolet, weil das Neue schon ruft und das Neue fühlbar ist, dass es sich einfach viel stimmiger und viel wahrhaftiger anfühlt. Aber die Wahl ist da. Also das Bewusstseinsfeld nimmt mir nichts ab, sagt mir in keinster Weise, du musst dies machen oder du musst das machen. Sowas gibt es dort überhaupt nicht. Woran liegt das, dass viele Menschen, da sind wir jetzt genau beim nächsten Punkt oder der Konsequenz dessen, was wir gerade angesprochen haben oder was du angesprochen hast, dass viele Menschen so wenig verändern möchten oder verändern, obwohl sie es gerne möchten. Also einfach so den Status quo zementieren und festschreiben, obwohl sie es eigentlich verändern wollen, aber dann es dann doch nicht tun. Woran liegt das? Wie kommt das? Der Kernpunkt, so wie ich das sehe, ist, dass sie nicht die wahre Ursache herausfinden, warum Situationen in ihrem Leben so sind. Und die wahre Ursache hat oft etwas damit zu tun, dass ich die Verantwortung dafür übernehme. Weil wenn ich die Ursache im Außen belasse, dann kann ich kaum was verändern. Ich kann den anderen versuchen zu schütteln, aber wenn der sich nicht verändert, dann verändert sich mein Leben auch nicht. Wenn ich bereit bin, hinzuschauen, was ich damit zu tun habe, das ist der allererste Schritt, dann kann ich schon mal etwas tiefer in mich hineinkommen und herausfinden, was in mir ist die Ursache dafür, dass so eine Situation da ist. Und dann brauche ich natürlich irgendeine Möglichkeit, die wahre Ursache eines Themas herauszufinden. Und das geht über unterschiedliche Möglichkeiten. Eine präsentiere ich mit dem Bewusstseinsfeld, gibt natürlich noch ganz andere. Andere machen das über Hypnose, über Heldenreise oder schamanische Reisen. Also wenn ich tief an die Ursache komme eines Themas, kann ich dort, weil ich dann bei dem Thema bin, tief in mir, kann ich es dort verändern. Wenn ich an der Oberfläche bleibe, also einfach im Denken und zum Beispiel sage, meine Firma funktioniert nicht oder ich bin finanziell sehr abhängig und ich affirmiere jetzt, ich bin reich, alles funktioniert, die Leute kommen zu mir, dann ist diese Schwingung nur auf dieser Ebene des Verstandes. In mir, tief in mir ist aber vielleicht ein Thema, was sagt, ich bin es nicht wert, in der Fülle zu leben. Und dieses Thema, ich bin es nicht wert, ist in der Regel emotional so aufgeladen, hat so viel Energie, dass dieses einfache Denken, ich bin jetzt in der Fülle, sich nicht dagegen durchsetzt. Also das tiefe Thema ist in mir stärker und deswegen manifestiert es eine Nichtfülle im Außen. Das heißt, ich muss hineinreisen an die Ursache. Wenn ich die Ursache finde, kann ich mein Leben wirklich verändern und ich glaube, viele Menschen kommen nicht an die tiefe Ursache ihrer Themen. Und damit auch aus ihren Problemen nicht raus. Genau. Ja. Kann ich denn, wenn ich da den nächsten Schritt gehen möchte, einfach alles abfragen? Oder kann es auch sein, dass mir bestimmte Themen quasi verriegelt und verschlossen bleiben? Also dass da irgendwo Sperren
eingebaut sind und ich dann da eben nicht weiterkomme. Also in dieser Variante, wie ich das hier machen darf, ja, gibt es definitiv Grenzen. Ich kann nahezu alles abfragen, was meine aktuelle Entwicklung betrifft, was jetzt für meinen Weg wichtig ist. Was ich aber nicht abfragen kann, sind Situationen oder Informationen über die Zukunft. Also was wird irgendwann mal in der Zukunft sein? Weil das sind Fragen des Verstandes, des Egos. Das ist das wieder der in mir kontrollieren will. Und das würde meine Entwicklung überhaupt nicht unterstützen, wenn ich ständig wüsste, was irgendwann in der Zukunft ist. Und was auch nicht funktioniert, Sachen aus der Vergangenheit abzufragen, die nichts mit meinem aktuellen Weg zu tun haben. Also wie war die Jesus-Geschichte wirklich? Stimmt das, was uns da erzählt wurde? Oder was war ich vor 5 Leben? Welchen Beruf habe ich da gehabt? Ja. Das hat mit meinem Weg heute nichts zu tun. Das wäre nur Ablenkung, das ist frühere Leben, Tourismus. Und deswegen wird das nicht offenbart. Und ein anderer wichtiger Punkt, ich kann nichts über Menschen abfragen, die mir nicht ihre Erlaubnis gegeben haben. Das heißt, ich kann es nicht oder ich darf es nicht? In der Sache, wie ich es mache, geht es nicht. Ja. Also wenn mir keiner die Erlaubnis gegeben hat, zumindest gilt das für die Teilnehmer, ich erkläre euch noch gleich noch was anderes dazu, dann kann ich, wenn ich in das Feld gehe und frage jetzt über Michael, was macht er denn so am Wochenende oder was hat denn der so für Leichen im Keller, dann wird mir nichts gezeigt, weil jede Privatsphäre geschützt ist. Wenn du aber zu mir kommst und stellst mir eine Frage, dann gibst du mir damit die Erlaubnis. Oder du sagst, Stefan, ich erlaube dir, schau mal rein zu diesem Thema. Mhm. Dann öffnet sich im Feld dieser Raum, wo ich die Antwort abrufen darf für die Frage, die du gestellt hast, weil du die Verantwortung übernommen hast und mir somit die Erlaubnis gibst. Und ist das eine Ethik, die du für dich definiert hast oder die generell gilt? Also könnte ich jetzt das erlebt man ja auch nicht mal gerade selten, dass von außen du plötzlich die Information bekommst, manchmal bekommst du die Information auch nicht einmal, dass jemand nachgefragt hat, nachgesehen hat, was kontrolliert hat, ohne dass du hier die Erlaubnis dazu gegeben hast. Also solche Typen gibt es ja auch. Ja, also ich glaube, es ist eine Grundethik, die ich einfach schon hier inkarniert mitgebracht habe. Ja. Weil meine Absicht ist es wirklich, das Wahrhaftige zu machen und aus dem Herzen herauszuarbeiten. Und ich weiß einfach, dass ich mich, wenn ich manipuliere, dass das auf mich zurückfällt. Und ich habe überhaupt kein Interesse, sowas zu machen. Deswegen habe ich das grundsätzlich in mir und deswegen prägt sich das so in der Arbeit aus. Und ziemlich sicher gibt es andere Menschen, andere Varianten. Vielleicht geht Remote Viewing in diese Richtung. Das kann man wahrscheinlich auch verwenden, um einfach hinter Türen zu schauen, die verschlossen bleiben sollen. Und da ist es aber immer so, wenn Menschen Möglichkeiten, energetische Möglichkeiten manipulativ nutzen, dann wird es auf sie zurückfallen. Das heißt, auch wenn mich jemand ausspioniert, kann ich grundsätzlich erstmal hingehen und fragen, warum passiert das überhaupt? Hat das in mir eine Resonanz? Warum geht das? Und wenn ich mich ganz in meinem Energiesystem öffnen würde, das ist aber jetzt schon sehr fortgeschritten, wenn ich mich wirklich ganz öffne, kann irgendwann auch keiner mehr reinschauen. Weil die Leute können nur schauen, wenn es eine Resonanz gibt. Ich habe das selber erlebt, auch in meinen Entwicklungsprozessen, wenn ich mich von unterschiedlichen Dingen gelöst habe, von Kollektivfeldern oder von irgendwelchen Institutionen, dass ich schon das Gefühl habe, okay, da kommt jetzt auch etwas, was mal schaut. Aber da braucht man auch keine Angst haben, wenn man da entspannt mit umgeht, dann passiert auch nichts. Oder man schaut halt, was hat es in mir für eine Ursache. So, und jetzt möchte ich noch einen Punkt sagen, wie man auch etwas sehen kann bei anderen, ohne dass man die Erlaubnis hat. Und zwar, wenn man wirklich von ganzem Herzen, ganz ehrlich und aufrichtig, nichts will und nichts mit dieser Information machen möchte. Wenn man einfach offen ist und frei und jeden so respektiert, wie er ist und alles so bleiben darf, wie es ist, dann öffnet sich der Raum noch mal ein bisschen und dann kann man viele Sachen sehen, weil man damit nichts macht. Auch wenn man dazu keine Erlaubnis hat? Auch wenn keine explizite Erlaubnis ist, genau. Weil die Informationen nicht verändert werden und auf höheren Ebenen haben wir untereinander die Erlaubnis, uns anzuschauen. Nur in der menschlichen Ebene. Weil hier haben wir eine gewisse Begrenzung, hier haben wir ich und du und hier wollen wir auch gewisse Sachen nur für uns behalten. Wenn man in deutlich höhere Ebenen geht, dann gibt es dort so etwas nicht mehr. Und wenn ich da ganz frei schaue, kann ich Dinge sehen, weil der Raum sich dadurch öffnet, dass ich so eine Schwingung habe, in einem, ja, frei von einem Wollen. Wenn du das jetzt so formulierst, klingt das, und korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sehe, wie so das Auflassen eines Hintertürchens.
in dem Moment, wo du sagst, auf einer höheren Ebene, ist das dann, ich verkürze das jetzt, quasi kein Problem. Und nur auf der Ebene, in der wir jetzt hier sitzen und der wir uns jetzt begegnen, da funktioniert das nicht und da ist es auch nicht in Ordnung. Dann ist das ja so ein bisschen das Auflassen, wie ich schon sagte, einer Hintertüre, dann eben doch mal nachzufragen oder irgendeiner Geschichte nachzugehen, auch wenn ich dafür keine Erlaubnis habe. Also gilt diese Privatheit jetzt oder gilt sie dann faktisch doch nicht? Es ist beides. Es ist so, dass es gibt den freien Willen. Und den freien Willen gibt es auf unterschiedlichen Ebenen. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir Mensch sind und dass wir auch Seele sind, auch in höheren Bereichen dieser Schöpfung uns bewegen, dann hat der Mensch natürlich einen anderen freien Willen als die Seele. Also wenn wir davon ausgehen, dass es Seelen gibt, dann hätte meine Seele keine Sorge, dass du in sie reinschaust, dass du siehst, was sie erfahren hat, was sie in sich trägt, weil es gibt keinen Grund, das irgendwie zurückzuhalten. Und nur wenn ich mich auf dieser hohen Schwingung bewege, und da gibt es dann auch keine Manipulation mehr, da gibt es nicht, ich schaue mal, was bei dir los ist, damit ich dich damit kleiner machen kann oder das irgendwie für meinen Vorteil nutzen kann. Mhm. Und auf der menschlichen Ebene nutzen wir den freien Willen, weil wir gerne möchten, dass gewisse Dinge nicht jeder weiß. Das heißt, auf der menschlichen Ebene sage ich, ich möchte meine Erlaubnis geben, dass jemand reinschauen darf. Und vorher möchte ich das nicht. Und diese Art Methode, wie ich sie nutze, die eigentlich keine Methode ist, aber ich benutze mal das Wort, da kann ich nicht einfach reinschauen, wenn der Mensch nicht die Erlaubnis gegeben hat. Lasse ich aber dieses Menschsein los und bin relativ frei im Raum und im Sein und respektiere jedes Lebewesen, und zwar wahrhaftig, so wie es ist, dann kann ich sehen, was auf gewissen Ebenen dort vor sich geht, weil ich es nicht nehmen würde, es verändern würde, es nicht gegen dich, nicht für dich verwenden würde. Ich sehe es einfach, und in dem Moment, wo du mich fragst, hey, ich möchte was wissen, sehe ich vielleicht immer noch das Gleiche, und dann würde ich es für dich artikulieren, weil du es wissen möchtest. So ungefähr. Du hast gerade gesagt, das Menschsein loslassen. Mhm. Das ist erklärungsbedürftig, denn das finde ich jetzt eine etwas schwierige Formulierung. Wenn ich mir vorstelle, dass wir als Menschen das Menschsein loslasse und dass dann plötzlich so eine allgemeine Nirvana-Freiheit, sage ich das mal so, entsteht und eintritt, dann hätte ich dann halt schon ein bisschen Bauchschmerzen. Mhm. Also wie meinst du mit dem Menschsein loslassen? Wie meinst du das konkret? Es ist ein Paradox. Das Menschsein an sich definieren wir ja, durch ganz unterschiedliche, ganz viele Parameter. Und wenn ich diese Parameter, diese Definitionen über das Menschsein loslasse, das ist so ein bisschen so, wenn ich einen Partner habe, wir sind Männer, wir haben eine Frau als Partnerin in der Regel, und ich halte diese Partnerin fest, dann kann ich mit ihr gar nicht wirklich sein, weil sie kann sich nicht bewegen. Und wenn ich sie loslasse, dann können wir miteinander sein. Das heißt, dann kann erstmal wirklich eine Verbindung stattfinden. Und so ist es mit dem Menschsein auch. Wenn ich mal loslasse, was ich als Menschsein definiere, weil es eine begrenzte Beschränkung ist, die ich in vielen Fällen gelernt habe, übernommen habe oder die aus der Vergangenheit kommt, die ich mir irgendwie erdacht habe, wenn ich anfange, das loszulassen, dann lasse ich das Menschsein los. Ich lasse es nicht fallen und nicht gehen, sondern ich lasse es los und dadurch frei. Und dann kann ich wahrhaft mal erfahren, was das Menschsein ist. Das heißt, durch das Loslassen des Menschseins, durch das, was ich mir vorstelle, kann ich erfahren, was es wirklich ist und werde dadurch tiefer Mensch und freier. Ich lasse etwas los, nicht zu kontrollieren. Ja. Das ist also dann etwas anderes als das, was ich jetzt gerade formuliert habe oder vermutet habe, dass die Reise dann quasi in was zu was Schwierigen oder Negativen gehen könnte, sondern das ist dann eine andere Ebene, eine tiefere und eine wertvollere Ebene, von der du dann redest. Genau. Okay. Grundsätzlich geht es mir immer auch um das Herz. Also das menschliche Herz steht bei mir in der Arbeit absolut auch im Mittelpunkt, weil hier eine Energie ist, die sich wahrhaft mit anderen verbinden kann und die auch wahrhaft Gutes für andere möchte. Und wer die Gesetze, die kosmischen Gesetze wirklich fühlen kann, der weiß, wenn ich Dinge gebe, dann kommen die zu mir zurück. Viele sagen das, viele schreiben darüber, und wenn du es wirklich fühlen kannst, dann macht man das auch immer mehr, weil alles andere macht gar keinen Sinn. Letzte Frage, wenn wir uns den Planeten und die Entwicklung hier auf dieser Erde anschauen,
Wie ist diese aktuelle Situation aus deiner Sicht zu beurteilen und zu bewerten? Ist das etwas, was mittelfristig oder kurzfristig oder vielleicht auch langfristig zu etwas Positivem führt, eine positive Entwicklung ist? Oder müssen wir da einen ganz maßgeblichen Beitrag zu leisten, dass da nichts schief geht? Also wie würdest du das bewerten und einschätzen? Also ich würde immer empfehlen, wenn mich jemand fragen würde, wie gehe ich mit der Weltsituation um, würde immer empfehlen, so entspannt wie möglich. Mhm. Weil immer, wenn wir uns anspannen, arbeiten wir schon gegen etwas. Und wenn wir gegen etwas arbeiten, manifestieren wir es. Weil damit erkennen wir an, dass es ist. Und wenn wir es schaffen, erstmal entspannt mit den Situationen umzugehen, und ich weiß, dass es wirklich Situationen gibt, da fällt es sehr schwer, entspannt zu sein, weil die wirklich schlimm sind, weil wirklich Menschen leiden und schlimme Dinge passieren. Das ist mir absolut bewusst. Und dann aber wenigstens so entspannt wie möglich und nicht in einen Zorn, nicht in einen Hass zu kommen. Weil was ich sehe, ist, dass sich auf der Welt grundsätzlich etwas verändert, energetisch, aber das braucht natürlich Zeit. Und wenn jemand die Welt mitverändern möchte, dann wäre mein Hinweis, nicht im Außen etwas zu verändern, nicht die Menschen zu verändern, nicht Politiker verändern zu wollen, sondern sich selbst. Weil wir alle zusammen bilden ein Kollektivbewusstsein. Und wir sehen, jede Gruppe hat ein anderes Kollektivbewusstsein, jedes Land hat ein anderes Kollektivbewusstsein. Also es ist relativ leicht nachvollziehbar, dass es so ist. Und ich verändere das Kollektivbewusstsein, indem ich mich verändere. Und wenn ich in einer anderen Energie bin, stecke ich die Menschen um mich herum auch an. Dann verändern die ihre Energie und die und die. Und dadurch verändert sich das Kollektivbewusstsein. Und dadurch verändern sich alle Abläufe auf der Erde. Also wenn jeder seine Verantwortung übernimmt und erstmal bei sich schaut, und ich habe in mir viele Dinge aufgelöst und ich habe gegenüber der Vergangenheit vor 9 Jahren für mich persönlich eine tolle Freiheit schon erlangt, aber ich gehe immer tiefer und sehe, was in mir für Gegensätze wirken. Da gibt es das Männliche gegen das Weibliche, da gibt es einen Anteil, der möchte sich verstecken und einer möchte sich öffnen und die arbeiten ständig gegeneinander. Und das ist der innere Krieg, das ist das Gegeneinander und das sehen wir im Außen. Das heißt, wenn wir unsere inneren Anteile und Energien befrieden, und wenn das viele Menschen machen, dann wird es auch im Außen sein. Also wenn mich jemand fragt, was können wir tun, um das auch zu begleiten, diesen Prozess, bleib so entspannt, wie es geht. Mach dich selber so frei, wie du kannst, von deinen eigenen, nennen wir es mal, Altlasten. Und dann wirst du natürlicherweise spüren, was kann ich am besten, was mache ich am liebsten, wie kann ich der Erde am besten helfen. Das heißt also keine Angst vor diesem Wandel, sondern diesen Wandel mitmachen und mitgestalten und aktiv dazu beitragen, dass es eben eine solche Veränderung, einen solchen Wandel gibt. Und es gibt nach deinem Verständnis keinen Grund, davor jetzt irgendwie Angst zu haben. Absolut, weil was bewirkt Angst? Dass ich Angst anziehe. Wenn ich Angst in mir habe, dann ziehe ich Angst zu mir, dann erschaffe ich Angst. Und wenn ich es schaffe, entspannt zu reagieren, dann bin ich in einer viel freieren Energie. Und der Wandel, so wie ich ihn sehe, läuft sowieso ab. Wir müssen natürlich etwas dafür tun. Also wenn wir einfach nur da sitzen und warten, der Wandel kommt schon, dann passiert sicherlich nichts. Aber wenn wir mit Stress an die Situation rangehen, dann unterstützt das gar nichts. Und wenn wir uns mal klar machen, dass wir in der Polarität leben und da gibt es Licht, und wenn Licht in der Polarität sein soll, dann muss es Dunkelheit geben. Es kann nicht anders sein. Und wenn wir mal anfangen, diese Dunkelheit auch mal zu respektieren und auch diese Kräfte, die sie ausleben, wie wir die jetzt auch immer nennen, Hintermänner und Schattengestalten und so weiter, wenn wir da mal akzeptieren, dass die da sein dürfen, weil die ja auch auf eine gewisse Art und Weise in uns sind, dann verändert sich schon mal die Situation. Dann habe ich eine ganz andere Verbindung dazu, dann können die mich nicht mehr so leicht lenken, dann speise ich das Energiefeld neu, dann speise ich das Kollektivfeld neu und dann verändern sich die Sachen auch viel sanfter. Also Angst ist überhaupt kein Weg, weil Angst bringt nur Reaktion, Anspannung und dadurch verengt sich mein Energiefluss und ich lasse mich zu Dingen hinleiten, die am Ende auch wieder im Kampf enden. Wenn ich diesen Wandel vom Ende her betrachte, was steht, wohin marschiert das? Was steht da am Ende? Was ist der Schlusspunkt oder gibt es gar keinen Schlusspunkt? Wie würde man das sehen oder wie siehst du das?
Also ich glaube auch erstmal, das ist ganz individuell. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sich dazu äußern über Channelings und über Wahrnehmungskanäle, die sie haben. Grundsätzlich aus meiner Wahrnehmung würde ich sagen, wir gehen dahin, dass wir immer mehr mit unserem wahren Potenzial verbunden sind und dass wir immer mehr es schaffen, in Verbindung zu gehen mit Menschen, mit der Natur und mit der Erde. Und wenn ich wirklich fühle, wenn ich in Verbindung bin, dann kann ich viel weniger Sachen manipulieren, viel weniger Raubbau. Ich habe viel weniger Angst, dass ich nicht ernährt bin. Und was würde das am Ende bedeuten? Dass wir viel mehr miteinander sind. Und das heißt, wir reagieren nicht mehr aus Ängsten, aus Überlebensängsten oder dass jemand besser ist als ich, sondern wir arbeiten einfach mehr miteinander zusammen. Und wir unterstützen uns gegenseitig, weil wir haben so viel Potenzial, wir können so viel erschaffen, wir haben so viele Maschinen, die uns alles zur Verfügung stellen. Und wenn wir fühlen, dass die anderen Teil von uns sind, dann würden wir das auch gerecht verteilen. Also wie ich es sehe, das Bewusstsein erweitert sich, da bin ich mir sehr sicher. Und mit einem erweiterten Bewusstsein sind die Menschen in Verbindung miteinander und behandeln sich ganz anders. Was davon ein Endpunkt sein soll, das würde ich mir nicht anmaßen, das zu sagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann mal hier leben, ob das dann hier auf der Erde ist, in diesem Leben noch stattfindet oder im nächsten oder wie auch immer, wo wir tatsächlich miteinander sind und frei von Angst oder ohne große Ängste leben und dadurch einfach jeder das machen kann, was er am liebsten möchte und am besten kann. Und das würde funktionieren, weil die Intelligenzen, diese Schöpfung alles so angelegt hat, dass es funktioniert. Alles greift ineinander. Also es gibt dann nicht, dass 100.000 Menschen zu Hause bleiben und auf einmal faul sind und doch nichts machen wollen und wir müssten die jetzt mitschleifen. Das wird nicht sein, weil jeder irgendwas machen möchte. Niemand möchte faul sein. Bloß die Leute haben keinen Weg, haben keine Wahrnehmung, wie sie sich ausdrücken können. Ganz herzliches Dankeschön. Du hast ein schönes Schlusswort gesprochen und der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die Menschheit sich in einer positiven Art und Weise weiterentwickelt. Du sagst, niemand möchte faul sein, jeder möchte mit dabei sein, möchte mitmachen. Ich hoffe, dass es nicht nur die Hoffnung ist, sondern dass es dann auch so umgesetzt wird. Das wird man dann sehen, ob wir das noch erfahren oder erleben, wird man sehen. Vielen Dank. Danke dir. Liebe Zuschauer, ein spannendes Gespräch und eine schwierige und tiefgehende Thematik, die wir angesprochen haben und mit einer positiven Schlussperspektive und da kann man nur hoffen, dass das auch genauso eintritt, denn es gibt natürlich durchaus auch andere Kräfte und andere Kreise, die das etwas anders sehen und vor dem Hintergrund sollten wir unseren Beitrag dazu leisten, dass das Ganze letztendlich gut ausgeht und das ist noch ein ordentliches Stück des Weges und ja, da sollten wir dranbleiben. Und in diesem Sinne, herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.